70 Minuten lang war es ein unglaublich schlechtes Spiel ohne eine einzige Torszene. Dann die Schlüsselszene. Wattenscheids Trainer Hannes Bongartz wechselte Ali ein. Ali Ibrahim, 21, aus Ghana. 3 Minuten später, Bongartz stürmt auf den Platz, um dem verletzten Ali wieder auf die Beine zu helfen. Lautstark fordert er nebenbei noch Platzverweis für einen Uerdinger. Dies war passiert. Ali Ibrahim auf dem Weg zu Wattenscheids Führungstor wurde von Wolfgang Funke brutal zu Fall gebracht. Keine Frage, rote Karte für Funke. Sein erster Platzverweis im 188. Bundesligaspiel. Die Zeitlupe belegt die Berechtigung der Entscheidung. Eine Doppelpremiere auch für Schiedsrichter Hans-Joachim Kasper aus der Harzer Fußballhochburg Osterode war es in seinem ersten Bundesligaspiel der erste Platzverweis. Für mich war es also entscheidend, dass der Spieler von Wattenscheid, ohne dass sich Herr Funke den Weg gestellt hätte, er allein auf das Tor hätte zulaufen können und dann eine Torschance gehabt hätte, eine gute Torschance. Und wie gesagt, das war also ausschlaggebend für die rote Karte. Wenn Italien nicht gewesen wäre, die strengen Richtlinien, was wäre in der letzten Saison mit Funke passiert? Nach meiner Auffassung hätte ich also in der letzten Saison genauso gehandelt wie heute. 11 Minuten später, Studien aus dem Gefühlsleben zweier Bundesliga-Trainer. Fassungslosigkeit bei Uerdingens Horst Wohlers. Das 0:1 war gefallen. Verhaltene Freude bei Wattenscheids Hannes Bongartz dagegen. Dies war dem Tor vorausgegangen. Wattenscheider Bemühungen, das 0:0 über die Zeit zu schaukeln. Man traut sich ja sonst nichts. Bis auf einen, Thomas Siebert. Der riskierte in der 84. Minute den ersten Steilpass des Spiels. Thorsten Fink nach Zuspiel von Ciscale nutzte ihn. 1:0 für den Aufsteiger durch Mr. 100%. Zweites Bundesligaspiel, zweites Bundesligator. Von Dortmund war er gekommen, von den Amateuren wohlgemerkt. Deutschlands Bronzeabwehr von Zoll wurde hier von Wattenscheid eingeschmolzen. Kleppinger von Ciscale, Fach von Fink. Aus Bronze macht man ja bekanntlich Statuen. Gleich deren 13 hatte heute Uerdingen. Geradezu hilflos, kopflos agierte die ungeliebte Bayer-Filiale. Die beste Chance, Grein vergab sie. Der Kreis der Abstiegsaspiranten ist um Uerdingen erweitert. Das Wattenscheider 2:0 bot Anschauungsunterricht dafür. 3 Stationen genügten. Emmerling, Kuhn und Uwe Ciscale. Uerdingens Variante, eine Abseitsfalle, Ciscale, 2:0 in der 91. Minute, 2:0 für Bochum 2, die Bundesliga-Hauptstadt heißt Bochum. Der Treffer noch einmal, Kuhn und ein völlig vereinsamter Ciscale, Wattenscheids zweiter Kuh, war perfekt. Grund genug für eine Fotografin, schon während des noch laufenden Spiels die ersten Schnappschüsse der neuen Bundesliga-Gesichter einzufangen. 30 Sekunden nach dem Schlusspfiff saß Uerdingens Horst Wohlers immer noch fassungslos auf seiner Bank. Die erste Krisengeschichte der neuen Saison heißt Bayer Uerdingen. Was soll der Reporter denn sagen zu diesem Spiel Ihrer Mannschaft? Ja, ich bin selbst maßlos enttäuscht über die Leistung der Mannschaft. Sie hat nicht... überhaupt nicht in einer Sekunde Selbstvertrauen gehabt, hier einen Aufsteiger unter Druck zu setzen. Und als Wolfgang Funke raus war, wurden wir hinten so offen, dass wir zum Schluss die 2 Tore noch gekriegt haben. Wie kommt es, dass Uerdingen da weitergemacht hat, wo die Mannschaft in der letzten Saison aufgehört hat? Ja, im Grunde war uns klar, dass unser Spiel an unserem Offensivspiel krankt. Wir haben in den Vorbereitungsspielen aus einer guten Abwehr gespielt und gute Ergebnisse erzielt, aber in der Bundesliga sieht es halt doch ein bisschen anders aus und ich denke, wir müssen schon noch was tun für unser Offensivspiel. Tut's weh? Die Zuschauer rufen hier Wohlers raus? Ja gut, ich bin dafür mitverantwortlich hier, dass wir hier so gespielt haben, aber ich glaube, die Leistung der einzelnen Spieler, die konnte ich heute auch nicht verändern. Okay. Thorsten Fink, Tor gegen Bremen, jetzt auch nochmal ein Tor gegen Uerdingen. Wenn man das hochrechnet, sind Sie am Ende der Saison Torschützenkönig mit 34 Treffern. Wenn man den heutigen Tabellenstand hochrechnet, Vizemeister. Ist das okay? Ja, ist schon okay so. Und am liebsten würde ich natürlich jedes Spiel ein Tor schießen und Torschützenkönig werden, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwer. Das ist Ihr zweites Bundesligaspiel. Das muss Ihnen doch wahnsinnig einfach vorkommen, in der Bundesliga gut zu spielen. Ja gut, im ersten Spiel habe ich sehr schlecht gespielt, habe zwar ein Tor geschossen und dann habe ich schon gedacht, oh, oh, oh. Und dann im zweiten Spiel, also heute gegen Uerdingen, war es dann doch besser. Was fehlt Ihnen denn, glauben Sie selbst, möglicherweise noch an der endgültigen Bundesliga-Reife? Ja, vielleicht ein guter linken Fuß, einen guten linken Fuß brauche ich und vielleicht ein bisschen schneller muss ich noch werden.
Kann man das trainieren, den linken Fuß, oder müsste man den eigentlich von Haus aus schon mitbringen? Ja, man kann dann schon ein bisschen trainieren. Von Haus aus kann man natürlich auch viel mitbringen, dann geht das auch. Also Sie legen sich aber automatisch immer auf rechts, ja, wenn Sie irgendwo zum Torschuss kommen. Ja. Erzählen Sie was über sich. Thorsten Fink kennt nahezu kein Mensch. Und Sie kommen von Borussia Dortmund, auch von Amateuren, ne? Ja, ich habe bei den Amateuren von Borussia Dortmund gespielt. Bin dann halt 3 Jahre, wir sind aufgestiegen in die Oberliga von der Verbandsliga. Und dann bin ich halt nach Wattenscheid 09 gewechselt, habe das erste Jahr sofort gespielt unter Hannes Bongertz. Und ja, jetzt spiele ich wieder. Können Sie sich vorstellen, dass vielleicht ein Horst Köppel jetzt zu Hause sitzt und in den Teppich beißt? Ach, das glaube ich nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, da war noch ein anderer dort Trainer. Ja, und glaube ich nicht, dass der im Teppich reinbeißt. Das heißt, da hätte man Sie vorher schon entdecken müssen. Hannes Bongertz, Ihr jetziger Trainer, hat gesagt, Sie seien ein Juwel. Was heißt, das muss nur noch geschliffen werden, oder wie kommt er darauf? Müsste man ihn eigentlich selber fragen, aber ja, jetzt sind Sie halt da. Ja, das weiß ich auch nicht, wie er darauf kommt. Sicher, vielleicht, weil ich in letzter Zeit vielleicht gut gespielt habe, trainiert habe, was weiß ich. Müssen Sie ihn selber fragen, am besten. Haben Sie so ein Ziel, was jetzt diese Saison angeht? Ist das ein Stammplatz? Ist das möglicherweise schon der Klassenerhalt oder jetzt mittlerweile sogar mehr? Nein, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz und dabei bleiben wir auch, glaube ich. Ach, doch so viel? Ja. Einstelligen Tabellenplatz? Ja, sicher. Aber UEFA-Cup-Platz müsste es noch nicht sein? Ja, wenn die anderen das zulassen, dann nehmen wir auch einen UEFA-Cup-Platz. Das ist sozusagen. Sie sind Mann im Mittelfeld. Wenn Sie sich mal so in der Bundesliga umschauen, welcher Spielertyp imponiert Ihnen? Muss ich sagen, wenn ich da in ein paar Jahren auch mal bin, der gefällt mir. Imponieren? Ja, im Moment in der Bundesliga nicht. Natürlich der Lothar Matthäus gefällt mir sehr, aber ich glaube, so die Schnelligkeit werde ich nie erreichen, die der junge Mann hat. Mhm. Wie sehen das jetzt Ihre Freunde, dass Sie so vom Nobody auf einmal doch zu einem zumindest lokalen Star geworden sind? Ach, wie sehen die das? Ja, aber ich bin ja noch kein Star, wo man jetzt sagen, ne? Ja, seit 3 Minuten. Ja gut, dann können Sie mir auch jetzt erst eine Antwort drauf geben. Das ist auch richtig. Ja, oder nach dieser Sendung. Gut gekontert der Mann. Ja, stehen schon draußen. Ja. Lass die Türen zu. Also Sie nehmen das relativ locker und fühlen sich jetzt auch noch nicht auf Wolke 17. Nein, um Gottes Willen, das war das zweite Bundesligaspiel. Und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Gleich müssen Sie gegen Guido Buchwald an die Torwand. Das könnte noch mal ein Waterloo geben in der jungen Karriere. Hm? Naja, werde ich schon schaffen. Werden Sie schon schaffen? Ja. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihren Besuch. Ich hoffe, dass es nicht der letzte war. Aber warum eigentlich? Ja. Ja, okay. Bleiben Sie noch da. Wenn man es genau nimmt, Sie spielen als nächstes gegen Gladbach, da könnte ja die Tabellenführung ja drin sein, ne? Zu Hause gegen Gladbach? Ja, könnte. Wollen 600 Punkte ja sind drin. Ja, schön.